318er, schauen wir uns mal das Elend an. Okay, soweit, so okay. Mit Armor, neue Adler, die Hellraiser haben wir irgendwo rausbekommen. Ja, also unten werden wir wahrscheinlich zusammengeschossen worden sein, so wie es. Was ist das denn? Airbridge. Mit 1800 Logistikpunkten. Ach, ist ja schön. Da kann ich auch so gleich mal fragen, wie dieses Feature funktioniert, weil ich noch nicht begriffen habe, wie. Aha, das ist genau. Ja, es ist genau unsere Versorgungsroute. Das ist natürlich perfekt, hä? Okay, geil. Ja, unsere Einheiten, die hier was ausrichten können, die sind halt noch ein bisschen weiter weg. Gott, ey. Hoffen wir mal, dass wir nicht zu schnell verhungern hier an der Front. Das jetzt zumindest noch 2-3 Runden aushalten. Da hat er auch jemanden gedroppt. Da kam Artilleriefeuer rein, da auch. Sie zieht die ganzen Schlachten, also die wird er wahrscheinlich alle wegdrücken und vernichten, aber gut, das war ja zu erwarten. Ja, da ist es. Hä? Da geht doch wieder eine Rebellion am Start, oder was? Hätte ich mal gegönnt, so im Krieg, ja? Tja. Ja, der Witz ist, dass er halt mit seinen Tippen hier durchschlagen kann. Wen hat er denn hier jetzt gedroppt? Waren das Infanteristen oder waren das andere Leute? Gute Frage, ne? Also hier könnten wir sie zumindest ein bisschen zurückschlagen, eventuell. Unsere Infanterie kann halt da momentan echt nichts gegen ihn ausrichten. Wir müssen uns eigentlich hier irgendwie dahingehend konsolidieren. Wie kann der überhaupt hier Airdrops machen, wenn meine Leute ihn eigentlich hätten abfangen sollen? Der ist doch, wieso wurde der nicht abgefangen? Das kann mir doch keiner erzählen. Und ich habe hier oben, habe ich auch einen Buzzer auf Abfangen. Wieso hat das jetzt nicht, wieso hat das denn nicht funktioniert? Hm. Ja, keine Ahnung. Es gab ja nicht mal ein Gefecht. Ja, und ihr seht's, ne? Das ist geil, ne? Wow. Wow. Tja. So, geht die mal alle da drauf. Die sind aber jetzt nicht wirklich Truppen, die was ausrichten können. So, ihr seid ja auch hier unterwegs. Ja, und die Jungs, die werden es dann richten müssen. Ich meine, das Problem ist halt, wir müssen jetzt halt irgendwie. Für 5000 Punkte hier mal eine Road hinklatschen, damit zumindest ein bisschen was durchkommt irgendwie. So. Habe ich eigentlich hier schon Traffic Science hingebaut? Bottlenecks sind immer noch massiv. Oh meine Güte, ey. Ah doch, da habe ich einen. Aber das ist immer noch viel zu viel, was da durchgeht. Viel zu viel. Oder was ist das hier unter dir? Ah, okay. Es muss so viel durchgehen. Ja, zumindest eigentlich zu viel ist es eigentlich nicht. Aber es ist schon in Ordnung. Ja, und die sind ja. Also das muss ja irgendwie daran liegen.
Es kann doch nur daran liegen, dass wir zu wenig Batterien haben, oder? Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Die werden halt erst demnächst fertig. Die nächste. Jetzt mal halt mal ihr alle unsere Leute hier. Eigentlich wollte ich die ja nach rechts schicken. Wir müssen halt verhindern, dass hier noch mehr Typen reinkommen. Ich weiß halt auch nicht, in welchem Radius die Typen hier abfangen. Ich dachte in ihrem gesamten Radius, ja. Aber, offensichtlich nicht. So, die Jäger sind eigentlich für die Seite hier gemeint. Ja, also keine Ahnung, jetzt wird es wahrscheinlich ja doch etwas schneller gehen, das Ganze, weil wenn die Front hier bricht, dann ist, wir haben halt hier unten nichts mehr stehen. Boah, so haben wir es auch hinter uns, ne? Dann schicken wir die Roboter hier rüber und eigentlich Infanterie müssen wir eigentlich überhaupt keine mehr bauen, wenn man ehrlich ist, sondern nur irgendwelche Bots und so ein Zeug. Ja, und dadurch, dass die halt bei uns auch alle die ganze Zeit noch mit Öl laufen, macht's nicht einfacher, ne? So, mach mal. Wow, die sind nichts mehr wert. Ich habe auch eine ganze Menge Metall. So. Eine Weile können wir das noch aufrechterhalten. Das Blöde ist ja, dass diese Typen hier auch... Wieso habt ihr eigentlich auch Air-Attack? Ihr habt 30 Air-Attack. Das ist Low-Flying-Aircraft. Die hier? Das sind also eigentlich die Mechs nur. Das heißt, ich müsste eigentlich richtige Flugzeuge nehmen und nicht diese Low-Hanging-Dinger hier. Das ist aber immer noch eine größere Airbase hier. Eigentlich nicht. Wir haben eine Airbase 5. Level Bomber, Air Attack. Keine Ahnung, warum ich die nicht bewegen kann. Ich habe eigentlich eine Airbase, die groß genug ist dafür. Ja, also die sind halt quasi hier geschützt gegen Hubschrauber. Das Einzige, was wir haben. Ne? Ja, versuchen muss man es, ne? Ein Hit. Wie funktioniert das? Funktioniert das einfach so? Dass die Brücke aufbauen und dann... Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Können Sie ja mal testen, aber ja, das sieht nicht gut aus. Habe ich mir schon was gedacht. Leider haben wir jetzt auch keine Artillerie hier. Ja, das heißt, wir haben jetzt mal ein paar Leute aufbauen, wa? Modernisierte Artillerie. Den neuen Modell, das können wir uns vielleicht erstmal angucken, ob das jetzt auch besser nochmal geworden ist. Models Overview. Also im Prinzip genau gleich. Ja. Machen wir mal so ein Artillerie-Regiment. So. Das kann dann da an die linke Front. Dann werden wir jetzt... haben wir eigentlich irgendwelche... ja, können halt eine Menge leichte... Nicht Korps, sondern Brigade... Eine leichte Panzerbrigade könnten wir da hinschicken.
Ich meine, ich kenne Freunde nur von rein solchen. Ja, Armor. Dann warst du noch mit bei zwei und Stück kennen uns. Es ist nicht das, was wir wollen. Vor allem sind das alles noch Sachen, die outgedatet sind eigentlich. Lass mich nicht lügen. Das sind ja Ambassador genau die hier. Ja. Du hast zumindest die High Velocity Gun, aber ganz ehrlich, da sollten wir uns da mal so einen mittleren, besseren machen. Das andere ist ja die Self-Propelled Gun. Wo ist die denn nochmal drin? Minecraft. Nein. Dann wo ist denn der Scheiß? Ah, da sind sie, Assault Guns. Ich habe sie gefunden. Ein Stück 2, der ist schon zumindest schon mal upgegradet. Der hat zumindest mal eine Medium Laser Gun. Das hat aber auch nicht so viel, wenn man ehrlich ist. Die sollten wir. Nee. On Affairs Council. Ja, das ist schon in Ordnung so. Military Research Council. So, jetzt wollen wir mal den Battle Dress uns holen, war. Fusion Engines. Ja, mal den Battle Dress. Dass unsere Infanterie zumindest. Aber bringt uns das wirklich was? So, mal die Fusion Engines mal. Ich glaube, die bringen uns mehr. Okay, und hier Medium Tanks. Genau auf dem hier ausbauen. Mit dem Laser Gun. Und du hast. Liquid Armor. Das hat erheblich schwerer als Polymer. Hm. 700. So, dann müssten wir hier eine Double Diesel Engine machen. Das kannst du vergessen. Ja, das ist halt, wir sind natürlich nur gesund daher. Das bringt so gar nichts. Wir sind nun eingeschränkt dieses Zeug leisten, weil irgendwann halt einfach unsere zur Ölreserven zugrunde gehen. Das ist mit dem Heavy Tank. Mal den Tiger. Mal der Heavy Laser Gun. Schauen wir wieder mit der Liquid Armor. Der würde sich damit nicht vom Fleck bewegen können. Triple Diesel Engine bräuchten wir. Komm, mach mal, ja. Vielleicht können wir den wenigstens als Turret irgendwo aufstellen. Sabotage in Arrakis. Okay. Ja, Arrakis wird jetzt nicht sterben. Dich dir jetzt rausziehen, ist glaube ich auch nicht so schlau. Euch fehlt vor allem Nahrung. Das ist unglaublich einfach. Es ist einfach so ein Witz. Ja. Da wird auch mal eh nicht angreifen. Hier. Jetzt hier mal zumindest ein bisschen draufballern. Natürlich wieder kein einziger Treffer.
Ich habe 306 in der Streak und also daran kann es auch nicht liegen. Ja. Keine Ahnung, wo das liegt. Normalerweise dürfte da jetzt zumindest keiner vorankommen oder durchkommen. Es muss ja irgendwie mit dem Typ hier gehen. Airbridge. Ja, ich kann meine Airbridge ein Hex weit machen. Okay. Was auch immer, ne? Das sind auch alles auch noch die alten, ne? Ganz so gut, wir wurden nicht mal an die Front geliefert. Okay, wie machen wir das denn jetzt? Wehren wir uns überhaupt noch oder wollen wir uns aber auf den Rücken? Weil ganz ehrlich, der Move mit dem Landen da. Ja. Das lohnt sich nicht. Wir haben halt keinerlei. Wir müssen eigentlich nur mit Independent arbeiten. Wie gut sind unsere neuesten Lights? Die Dreier. Die haben ja zumindest mal das Laserding schon mit am Start. Die könnten potenziell zumindest ein bisschen was reißen. Ja, ich meine, das ist das Beste, was wir momentan haben. In so einer großen Formation. Wir haben keine Anti-Tank-Formation so richtig mittlerweile. Ich meine, die Stucks sind schlechter als die Jungs. Okay, das heißt, wir holen uns einfach mal eine leichte Panzerbrigade. Das können wir uns aber locker leisten. So. In der nächsten Runde hier hin, nach links. Vielleicht sogar noch eine zweite? So. Dann müssen wir uns hier irgendwie verteidigen. Keine Ahnung. Ja, aber wenn der, also ich meine, das Ding ist halt, wenn er halt ohne weiteres einfach hier überall seine Leute absetzen kann und meine Typen das nicht abfangen, dann ist es halt egal, was wir hier machen, ne? Also, dann sitzt er sich einfach dann, wenn ich meine Truppen hier habe, einfach hier dahinter hin. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Mit dem Abfangen. So, hier unten haben wir uns ja mehr oder weniger so hingestellt, wie es wahrscheinlich geht. Du bleibst hier. So, hier könnten wir da mal zum Beispiel noch einen Angriff setzen und da und da. Einen von denen abgeschossen. Wer kann die halt? Die sitzen halt hier hinten in seinen Städten. Die kann die halt sofort wieder auffüllen. Ja, und alles, was wir ihm halt hier eliminieren, das bringt uns halt verhältnismäßig wenig, sage ich mal, weil wir können unsere Flüsse nicht auffüllen und er schon. So, wir können da mal zumindest mal reinschießen. Ja, da müssen irgendwelche Modifikatoren reinspielen, die ich einfach nicht kenne. Gott, ich will es detailliert gar nicht so sehr sehen. Das deprimiert einen nur noch mehr.
Ja, diese Verstärkung ist hier leider echt weit weg. Noch. Diese ganzen Killertruppen hier. Zumindest können sich die Killer etwas weiter bewegen. Ich weiß gar nicht, ob wir mittlerweile bessere Engines eigentlich haben. Das könnte man vielleicht mal kurz nachschauen. Und zwar Model Design. Ja. Ach, verdammt. Ich kann es ja nicht sofort in diesen Zug umschalten. Erst nächsten. Naja, normalerweise dürft ihr nicht allzu lange brauchen für das Design von dem Teil. So, ich habe jetzt auch meine Buzzer und so, die hier rumfliegen, bewusst mal nicht bewegt, ne, weil. Glaube ich, dass wir fast durch die Schilde durchgekommen sind. Und witzigerweise haben wir irgendwie auch ein paar Leute von ihnen erwischt. Wann das funktionieren soll. So, du hier. Change HQ. Wenn ich jetzt noch wüsste, welche das ist. Ist das die. Die sechste Grenadier? Ja. Warum mal, wie gesagt, das HQ von denen ist. Jetzt haben wir zumindest etwas, was ihm schaden kann. Wenn der 15 Fuel verbraucht pro Bewegung. Das ist sogar besser. Das sind die Jungs hier sogar besser unterwegs. Das ist erstaunlich. Das ist wirklich erstaunlich. Ja. Der Witz ist, wenn er diese Taktik mit dem Sign-Droppen jetzt einfach die ganze Zeit weiter nutzt, dann wird er uns halt, ja, dann hat das halt echt keinen Sinn. Naja, mal gucken. Im Osten können wir wahrscheinlich eh nichts wirklich machen. Ach, Leute, guck mal, ein Hellraiser. Wir leben sogar noch echte Wildgeschichten hier. Okay. So, da ist immer der Nächste. Du kommst darüber. Du bist hier zum Schutz da. Ja, seine. Kein Fuel hier. Mal darüber. Der Witz ist ja, dass diese Enge hier halt so eng ist, ja. Dass wir da kaum zusammen durchkommen. Und der hat sich halt wahrscheinlich hier auf dem ganzen Ding jetzt zugestellt. Hier ist halt auch noch keiner, was echt ganz schön witzig ist. Oder ich sehe ihn einfach nicht. Ich müsste sie aber eigentlich sehen. Okay, komm hier weiter. Du kommst auch weiter. So. Wir haben noch ein bisschen industrielle Kapazität. Vielleicht sollten wir uns aber noch was aufheben. Wir kriegen schon eine Menge Blutzug, aber das lohnt sich alles nicht. Hier, die kannst du mal wieder auffüllen. Oder bau einfach mal ein paar. Sagen wir es mal so, ja. Da haben wir eh genug. Mal hier so ein paar von den Stücks, falls wir es schaffen, die auszuliefern. So ein paar Mayfields. So. Das sind, glaube ich, auch noch die alten Gauss-Dinger. RPGs, ja, da wollte man eigentlich neue machen.
Hier so ein paar richtig geile Buggies. Da haben wir auch nochmal nur unsere alten. Wir bräuchten eigentlich mehrere Leute, die die Models designen. Das wäre ganz nett. So, Fighter Bomber. 1, 2, 3 Flyer. Ups, da muss ich kurz niesen. Ugh. So, mal die zwei Apaches hier dazu. Und zwei Manpads fehlen uns auch. Okay. Ja, und hier, wir haben noch 8000. Jetzt sollten wir vielleicht langsam mal anfangen, die Bots nur einzusetzen. Wobei wir auch noch einen Battle Dress Bot dann brauchen. Weiß es nicht. Mach mal noch so ein paar. Also ein, zwei Killer-Schwadronen hier. Jetzt viel mehr geht nicht mehr. Okay, ja. Tja, dann laufen wir weiter hier schon unserem Tod entgegen. Wir können uns jetzt hier zurückdrängen, aber hier kann er uns, glaube ich, zumindest nicht mehr großartig umzingeln. Ja, hier stehen wir halt in den Bergen, da können wir eigentlich nichts machen. Wenn der Abraham da ist, dann haben wir alle gewonnen. Okay. Hätten wir den Zug. Und schauen, wie wir nächsten Zug aufs Maul bekommen. Ich bin gespannt. So, hallo miteinander. Willkommen zurück zur nächsten Runde zu 119. Oh ja, wir haben unglaubliche. Ein Jäger haben wir gekillt. Ja? Oder ein, keine Ahnung, ein Transportflugzeug. 10 Walker, 200 Infanteristen. 3000 Infanterie verloren, nur 90 Geschütze, 200 motorisierte, 160 Panzer. Kein Problem, zahlen wir aus der Portokasse. So, wunderbar. Private Assets. Liga 2 ist auch fertig. Weiß ich gar nicht mehr, ob wir bei dem Liquid Armor draufgepackt hatten. Ja. So. Jetzt lass ich mal gucken hier. Models Overview. Liga 2. Ja, genau, jetzt haben wir der Liquid Armor. Ja. Yeah. Verbleibt auch gar nichts hier. Das ist praktisch ein Schnäppchen zur Unterhaltung. Also, machen wir erstmal das Wichtige, ja. Trade. Kaufen das alles ein. Kaufen das hier alles. Bist du mehr zu verkaufen? Klar. Bisschen Metall. So. Schön, damit haben wir mehr als am Anfang der Runde, was ja schon mal gut ist. Ja. Weil wir können tatsächlich auch hier auch nochmal eine Straße drumherum ziehen. Sie die hier versorgt jetzt zumindest die hier so teilweise die Jungs. Tunung auf teilweise, ja. Was sie halt nicht haben, hier ist eine Railstrecke. Und die werden wir auch nicht hinbekommen, weil hier auch überall Berge dabei sind. Tatsächlich sind es vorwiegend die Industrial Points. Ja? Na, hier, das ist hier, wie das wieder ein Ding durch den Berg durch. Na, es ist ein Albtraum, ne? Weiterhin, ja? Ein absoluter Albtraum. Könnte natürlich hier so ein bisschen. Zumindest mal eine Dirt Road irgendwie. Komm bis hier. 1200, das lohnt sich eigentlich alles echt nicht, wenn man ganz ehrlich ist. Da sollten wir sie halt anders einsetzen, das Zeug. Ja, ihr seid ja immer noch unterversorgt mit Strom, schätze ich. Wenn jetzt tatsächlich das Fuel. Ja. Gut, das. Das wird schon. So, hier unsere. Ich sollte mal vielleicht mal inspekten. Nicht, dass ich aus Versehen irgendwas überbaue. Ja, hier werden wir nicht viel schaffen. Ich meine, zumindest ne, haben wir hier mit den Killern. Vielleicht sollten wir die erstmal replacen, ne? Das sind nicht die richtigen. Tank Destroyer, Killer.
So, dann hier noch ein Buggy. Das ist, die sterben, glaube ich, irgendwo im Osten, ein bisschen vor sich her. Mach mal erstmal das Zeug hier. 1, 2, 3, 4. Hiervon noch. Wenn die Armored Transport, da haben wir eigentlich auch genug da. Die werden nur nicht ausgeliefert. Ich meine, das Problem kennen wir ja weiterhin. Gut, hier die besseren Skyman. Hol mal. Dann hier die Fighter. Haben Buzzer verloren irgendwo. Das Sebastian, alles ist zumindest quasi alles da. Eine AT-Airgun. Können wir gleich nochmal uns mal die ganze Zeit anschauen. Also zumindest sind jetzt alle Replacements mal drin, ja. So, ich will nach unten gar nicht schauen, weil da ist eh alles verloren. Ach, guck mal. Jetzt haben wir es zumindest mal geschafft, hier jetzt einen hier abzuschießen. Das ist doch super. Deswegen sind die Buzzer hier. Gut. Okay. Ich wollte uns dann wie abfangen, fliegen oder so. Okay, da haben sie uns irgendwie aus dieser Sache da alle ausgeboxt. Wieso leben die eigentlich noch hier hinten? Was sind diese ganzen Bewegungen hier? Ah, da war's. Da war's. Oh, halt. Ja, das ist dieser Angriff hier. Das ist unglaublich. Er verliert auch wieder niemanden dabei. Das ist so ein Witz. Wir haben mal zwei, drei Imadristen verloren bei dem Angriff. Oh Gott. Das sind natürlich die besten Verglicker hier. Ungefähr hier. Da gab es Beschuss, da haben wir ein bisschen was verloren. Das ist der erste Angriff, da war ein bisschen ausbauen. Das ist der zweite Angriff, da hat auch jemanden verloren, zum Glück. Wir haben nur 1000 Mann verloren dabei. Zu normalen Leute. Dann kam da noch ein Angriff rein. Schweizer Garde hat aber nichts geschafft, außer uns zurückzudrücken, sagen wir es mal so. So. Okay, das war hier. Das sind die ganze Zeit diese dämlichen Roboter, ne? Ja, und unsere Uralt-Panzer, die wir da halt hatten, ne, die werden natürlich auch zurückgeschlagen. Keine Frage. Das ist schon okay an der Stelle. So weiter wir nach hinten zurückgeschlagen werden hier, umso leichter kann uns hier der Herzog dann helfen. Naja, wenn er mal seine Leute hier wieder oben hinstellen würde, wäre das ganz nett. Trucks verloren. Hier, na, das sind eh die ganzen Resttruppen, die völlig zermürbt sind. Okay, da wurden wir zurückgeschlagen. Ja, das ist, wird halt jetzt überall das gleiche sein. Das muss man eigentlich nicht angucken. Wir haben ja die Gesamtgeschichte gesehen. Das ist halt alles hier veralteter Scheiß, der da an der Grenze steht. Na, warte mal, das war vielleicht noch ganz interessant. So, da hat sich der Herzog bewegt ein wenig. Da sind lauter Viecher noch. Okay. So, hol dir mal Rackwitz, mal das auch nochmal in der Stadt. Das ist ja erstaunlich. Also heiße Bäder sind gibt's da, ja. Komm mal hier runter. Schieß mal. Kriegst du hin, oder? Und so ein paar komische Viecher. Und mir ist halt eigentlich weiter der Gedanke, dass er hier angreift. Nicht wirklich hier, aber das ist schon okay, schätze ich. Ich kann da nicht hin. Weil das. So? Das ist, wenn ich hier hinfahre, dann mache ich ihm das jetzt und dann kommt er nicht vorbei. Das sind Dreiecks. Das ist 1, 2, 3. So. Er geht den unteren Weg.
Da sind nämlich hier die ganze Zeit noch Leute, die können wir uns auch ganz gern hier leisten. Auch Turland, ne, ja? Ist sicherlich gewollt, ja. Es ist halt super dämlich, dass, ja. Super dämlich, dass wir hier kein quasi Durchmarschrecht hier machen können oder sowas. Warte mal. Sollen wir es vielleicht mal wagen? Ich meine, ganz ehrlich, ich habe nichts zu verlieren, ja. Baue hier mal so ein paar Recycling Facilities. Das war eine Water Purification, ne? Dass wir vielleicht hier noch so ein paar nette Artefakte rausholen können. Die kosten ja nicht viel, ja. Die kosten nur viel Arbeit da. Und eigentlich sollten die ja hier in. Das ist ja die. Das ist Carbon Compound tatsächlich. Also, das. Sollte das zu Charlies gehören? Das ist halt die Frage. Eigentlich nicht, oder? Charlies hat noch nicht mal. Was ist denn hier los? Strat. So, ne? Target. So, dass wir es irgendwo nicht haben. Da. So. Ansonsten, ne, Commercial Project, das können wir ja auch mal hier, keine Ahnung, am Compound spielen. Die brauchen sowas auch hier. Das kannst du da auch spielen, ja. Gut. Sind der Unabhängiger. Da irgendwelche Leute stehen. Wir müssen auch Spione ein bisschen verteilen nochmal. Target. So, was für G-Gems bei den Covered Ops. Ist das hier? Ne, das ist dieser Bereich hier. Gut. 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 Sehen wir da zumindest ein bisschen mehr jetzt hoffentlich. Ja, dieses Gedöns hier, das sollten wir eigentlich auch mal spielen hier auf gewisse Leute. Force Skit und Defense. Attack. Ich hätte hier irgendwas, ja. Ja, ich muss mal anders machen. Machen wir das doch lieber so. Das wird wahrscheinlich eine ziemlich lange Folge werden. Weil wir ja auch, denke ich, auch nochmal mehr Strom und alles bauen müssen. Quasi in allen. Das bauen wir denn jetzt hier momentan. Die Powerbank ist bald fertig. Die Rail 2. Was wir hier aber machen können, ist nochmal Solarpaneele. Haben wir hier schon alles soweit? So. Und hier dann auch nochmal Solarpaneele. Brauchen ja auch nicht viel Arbeit, was ganz geschickt natürlich ist. Ah, guck mal, wir haben hier noch Öl. Ja, das sollten wir doch definitiv jetzt aus der Erde holen hier. Wir brauchen das in großem Ausmaß. Habe ich die letzte, die noch, hier ist auch noch mal einer. So, hier. Das ist zum Glück noch. Und eigentlich ist die ganzen Berge voll mit dem Zeug, ne? Ja, bei dir. Ja, zumindest habt ihr jetzt genug davon. Ja, wir sitzen hier halt alle in diesen Ecken leider im. Ziemlich in der Falle hier. Hey, wir haben den Kill. Das ist unglaublich einfach. Das ist gerade zwei Kills. Oh, das war ja mal ein Fasten. Das ist ja mal ein guter Austausch, ne? Ja, leider bräuchten wir eigentlich.
Du bist die dritte Infanterie, ja. Ja, jetzt ist es halt nur noch diese eine Stelle hier. Wir sollten halt hier in die Berge Infanteristen aufstellen. Das ist einfach ein Vorteil. Was hast du denn für ein Strategien bei dir drauf? Nicht Lowman, sondern du, dieser Typ. Gar keins. So, mach das erstmal so. Ach ja, richtig, bei dir hier oben hatten wir ja keinen richtigen Dinger. Das war das Problem gewesen. Readiness Modifier. Ja, ich meine, wir sind ja eben erst hier angekommen. Das ist auch so ein kleines Problem, ja. So, mal hier mit den großen Gruppen hier angreifen, also mit den eigentlichen Leuten. 1 zu 44. Mach's trotzdem. Es ist einfach unglaublich, dass diese Dinge einfach alles können. So, wir sollten vielleicht mal tatsächlich ein bisschen Munition nachproduzieren. So. So, du bleibst da stehen auf diesem, auf dieser Ecke hier. Du bleibst da stehen, ne? Nicht, dass hier sich noch mehr Leute irgendwie ganz komisch verteilen. Könnten die damit allen reinballern, aber ich denke, es wäre fast besser, wenn wir das nicht unbedingt machen. Also dieser eine Walker wieder die Orts einfach verbessert massiv, ne? Switch mal, baller da rein. Ich hoffe echt nicht, dass wir diese Truppe hier verlieren. Das sind halt unsere besten Artillerie-Jungs hier. So. Kein Sprit. Trotzdem 1 zu 10 wegen diesem blöden Panzer hier. Das heißt, wir bleiben stehen. Ja, ich würde eigentlich den hier lieber angreifen mit der Artillerie. Ja, es ist echt irgendwie, manchmal treffen wir wie einfach überhaupt nicht. So. Ja, müssen wir halt ein bisschen noch, also, ja. Das sind halt die ganzen Leute, die hier diesen einen Angriff verloren haben. Ja, und wir sind natürlich hier unterversorgt und hast nicht gesehen und ja. Einfach geil alles, ne? Einfach richtig gut. Und hier kommt eh zu wenig an. Geil, wo wir was machen. Seit 23.000 hier in dieser Farm zu beschäftigen, ja? Damit für unsere wichtigen Industrien nichts übrig bleibt. Es ist doch echt unglaublich. Weißt du, wenn ich wirklich sagen könnte, hey, tu alles, damit dieses Scheißteil hier funktioniert. Aber nein. Ja, und können wir natürlich auch nicht fallen. Es ist echt... So. So, mal euch hier herüber. So, jetzt haben wir ja noch unsere ganzen, na zum Glück können die ein bisschen weiterfahren. Wechsel mal deine Farbe auf irgendwas, dass ich dich unterscheiden kann hier in die schwarze Brigade. Naja, das bist auch du. So, du kommst auch hier rüber. Was sind diesen nösen Boy da im Norden eliminieren. So, und die Pink Boys fahren nach Süden. Okay. So, diese Killer hier. Zu sechsten. So, müssen wir noch gucken, dass wir hier... Wobei, wir haben hier zwei, ne? Das heißt, bei dir kann man unter Unit Admin auch nochmal Change HQ. Wobei, das müsste ja hier die sechste Grenadier Infanterie sein, genau.
mal hier hin. Und ansonsten bleibst du genauso da. Und hoffentlich hast du genug Readiness und alles, um beim eventuellen Angriff hier noch mit reinzugehen. Ich habe mir gesehen, dass der dich hier versorgen will die ganze Zeit. Ja, da wäre es nicht die Frage, ob wir da... Ich meine, ganz ehrlich, wir haben ja hier auch noch welche. Wenn die auch unterversorgt sind. Ja, darüber. Ich finde es ein bisschen krass, dass diese leichten Walker... Wobei, sie können auch nicht. Sie können auch noch auf der Straße laufen. Der Nachteil hier ist halt, ne, dass wir halt bei seiner Infanterie auch keine Chance haben. Außer wir kriegen sie ja bei diesen Panzern hier eventuell irgendwie. Okay, ich denke, das ist... Mal hier die Operationalization hochstellen. Ja, was machen wir denn hier als nächstes? Also, einerseits bräuchten wir natürlich das Infanterie noch nicht, da können wir erst den Battle Dress upgraden, aber es geht ja hier Schlag auf Schlag eigentlich, immer so jede Runde 1. Vielleicht mal unsere leichten Fopter, die Jäger. So, Build Up on Buzzer. Weiterhin als Fighter. Weiterhin mit einer. Wobei, ich könnte auch eine Turbo Jet Engine durchpacken, ne? Das hat eine 880, 410. Wir könnten eine ganze Menge Gewicht sparen. Oder halt, kommen wir mal das so hier. Dann haben wir mehr Reichweite und alles. Und die dicksten Raketen, die wir haben. Ah, das ist Air to Ground. Meine, nur die Kleinen. Könnte man auch ganz drauf verzichten, wenn ich ehrlich bin, aber wir lassen mal zumindest die Kleinen dran. Cargo brauchen wir hier nicht. So, Viable fliegt ohne Ende. Tu es. Sturminfanterie. Wir brauchen Assault Infantry Armor. Heavy Armor Army. Okay, die Demola Basin, ja komm, wir geben euch, was ihr wollt. In Arrakis. Ja, schickt die Truppen. Ja, dachte ich mir schon. Das ist so, ja, das ist mir. Die Humanisten sind eine Macht. Ah ja, Kommandeure braucht man ja. Mehrere. Das heißt, das ist ja Nation. Crude Military, gleich 2 Stück idealerweise. So, Yuri Kretalov. Er liebt Kreta einfach. Ich kann es verstehen. So. Und Owen Hall. Ja, ist alles absolut okay hier. Ich frage, ob wir tatsächlich hier Blitzkrieg oder so machen wollen. Eigentlich nicht. Recon and Force ist eigentlich noch schlimmer, ne? Naja, ein bisschen besser. Fluid Defense, Infantry Attack, plus 40 und Defense, mehr kann das Force get. Das 30 und Defense, but 30 und Attack. Was steht mehr von diesen Strategems, ne? Das ist ja besonders, wenn wir die nur fürs Angreifen, aber das sind halt die einzigen Einheiten, die auch verteidigen können, deswegen lassen wir es einfach raus, weil, ne? Ich hoffe, ich habe das echt gut in Erinnerung gehabt, ne? Mit dem. ja. Dass die Jungs tatsächlich gut sind, dass Liquid Armor gut ist gegen das andere Gedöns. Gegen Laser und alles, was halt so krasse Superwaffen sind. So, ich hätte gerne. Walker, Guardian 2. So, die sehen nämlich auch echt lässig aus, muss man sagen, ne? Ja, mit diesen. Schon mal haben wir auch diese 30 hier. Da kommen seine Leute sind wahrscheinlich erheblich besser. 1030 nach 112. Die sind da, glaube ich, auch schon. Oh nein. Sie haben, glaube ich, mehr AP, oder? Ne, haben sie nicht. Okay. Sag mal, wie viel Sprit brauchst du? Gar nicht, du brauchst nur Energie. Zeit für ein Regiment von den Jungs, ne? Nicht Heavy, sondern... Oh, wow. Was fehlt denn?
Ach, tatsächlich hier die Dinger. Ja, nimm mal erstmal zwei kleine, ja. Reicht's für noch eine? Ich glaube nicht. Aber wir kriegen ja 3400 rein. So ist es ja nicht. Und hoffentlich wird sich jetzt mal unser. Ja, ne, jetzt haben wir auch wirklich. Aber. Also, das. Jetzt haben wir nochmal die. Es ist halt irgendwie, also klar, hier ist halt alles Bottlen. Es ist halt in unserem scheiß Hauptding hier, das gibt's doch nicht. Wie kann das denn bitte sein? Wir haben jetzt sogar zwei Routen hier runter. Und eigentlich bräuchten wir hier unten so gut wie gar nichts mehr, weil hier niemand mehr lebt. So. Ich könnte hier die Verbindung noch schaffen. Aber ich glaube, es ist besser, wenn wir das nicht tun. Du bist ja noch ein Jäger. Wie passiert sowas hier? Ich meine, wir haben. Okay, ja. Minus 20%. Keine Readiness hier. Ja, aber schon und alles, ne? Bei dir passt das alles noch. Wie viel hast du denn? 30, ja gut. Ja, die kriegen wir da, wie gesagt, nicht raus. Die sind da erstmal stuck. Vermutlich sollten wir die HQs eher hier rausziehen. Einfach nur aus dem Grund, dass die nicht sterben. Weil die Offiziere, wenn die mitsterben, ist das natürlich nicht ganz so geil. Der ist da auf 100 entrenched. Natürlich hier so gar nicht. Ja, das wird hier auch gleich fallen. Aber wie gesagt, hier stehen ja Truppen bereit. Man kann ja mal gucken, wie er hier nach oben durchkommt. Müssen wir eigentlich auch jemanden hinstellen, der das irgendwie bewacht. Nicht so ein. So ein Dude hier. Der wird es bestimmt reißen. Ja, und. Ja, gut, das ist zu. Das da unten. Nicht, dass es viel bringen würde, aber wir können es auch mal zumachen. So viele zusätzliche Wege haben wir hier eigentlich gar nicht. Ja, und es ist halt echt. Produktion, die ist halt, was wir kommen einfach nicht hinterher mit der Logistik. Das ist das, was ich halt von Anfang an befürchtet habe. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist. Ja. Das ist halt der Witz, dass selbst hier, ne, in diesem Bereich um unsere Hauptstadt rum, immer nur weil hier so viel von allen Seiten ankommt. Gut, die Research nochmal ausbauen. Bis das fertig ist, sind wir tot, hä? Okidoki. So, guck mal hier. Baue hier auch noch mal ein Nuclear Power Plant da hinten. So, der ganze Rest hier. Du baust noch Solarfelder und du baust hier auch noch mal Logistics. Also eine Powerbank. Das sollte schon passen. Und war's das schon für diese Runde? Vermutlich schon. Ja, viel mehr können wir nicht machen. Ja, ist bitter, aber pf, hier geht halt leider auch nicht wirklich was. Der Angriff, der lohnt sich halt auch nicht. Der ist sogar, wie auch immer er sich hier schon so eingegraben hat, ne, in den Ollenbergen. Gut. Das wird ja hoffentlich auf uns dann auch zu, ja. Zumindest teilweise. Die Jungs sind ganz gut eingegraben hier. Also richtig dreckig hier zu kämpfen. Richtig dreckig. Aber gut, deswegen haben wir ja hier, ne, ein Artilleriebataillon.
Ich hoffe, dass wir das mit dem verdammten Stromwald hinbekommen. Das Problem ist, es snowballt halt, ne? Der ganze Effekt. Umso weniger wir versorgt sind, ne? Umso weniger unser System mitkommt, umso mehr sind wir unterversorgt und umso mehr muss unser System stemmen. Und ja, das Ergebnis sieht man hier halt, ne? Hier sind wir schon auf der. Warte mal. Wir bauen die schon beide, ne? Gerade. Red Hat, Airbase, Fuel Depot. Ich habe nochmal eine Powerbank hier oben. Okay. Tja. Ja. Viel Spaß mit dem nächsten Zug, ja?